Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Gabriele von Momos. Ja, heute möchte ich euch in einer Body-Workout-Einheit in der Balance trainieren, das heißt in der Stabilisation. Das ist immer ganz wichtig, auch für die anderen Kurse, wenn ihr die größeren Muskeln trainiert, ist es wichtig, dass ihr die tiefe kleine Muskulatur gut trainiert habt, dass die Kniemuskulatur gut trainiert ist, die Sprunggelenke, ja. Und dafür brauchen wir heute eine Mattenrolle. Ich habe schon eine gerollt da vorne. Bei der Mattenrolle ist es so, umso enger ihr sie rollt, umso instabiler wird das Ganze, wenn wir uns da draufstellen, draufknien etc. Wenn ihr keine Matte zu Hause habt, könnt ihr gerne eine Wolldecke nehmen, die festrollen. Ihr könnt auch ein schönes, dickes Kissen nehmen. Ihr könnt auch ein Kissen in eine Wolldecke einrollen. Ich denke, ihr seid kreativ und da wird euch schon was Schönes einfallen. Wer aber merkt, er ist dann mal auch ein bisschen wackeliger an einem Tag und möchte das komplett ohne trainieren, kann natürlich auch einfach nur auf dem Boden oder auf der Matte sein. Was noch sehr schön wäre, ihr seht schon, ich bin barfuß heute. Ja, das wäre auch gut, wenn ihr das macht, wenn ihr Socken anhabt, passt bitte unbedingt auf, dass ihr nicht wegrutscht. Also gerne barfuß. Sportschuhe sind bei dem Training ein bisschen hinderlich, finde ich, aber im Endeffekt entscheidet ihr das. Gut, ihr Lieben, dann lasst uns mal starten. Stellt euch einmal für euch gut auf. Einmal spüren, Bauchnabel einziehen, Brustbein strecken. Und wir atmen einmal ein und aus. Und geht nochmal in die Einatmung, in die Ausatmung, nochmal einatmen. Und jetzt geht ihr tief. Stützt die Hände auf die Oberschenkel, werdet für euch rund und wieder lang. Atmet. Nehmt den ganzen Rücken mit in die Bewegung, Kinn zur Brust, lächelt ein bisschen nach vorne. Weitermachen. Und jetzt versucht ihr mal nur mal ein bisschen mehr in dem unteren Rücken zu arbeiten. Versucht oben etwas fester zu bleiben. Das heißt, dass ihr mehr in die Beckenbewegung kommt. Macht das noch zwei, dreimal. Beim nächsten Mal seid ihr rund und rollt langsam Wirbel für Wirbel auf. Und dann marschiert ihr mal einfach los. Alles, was wir heute machen, macht ihr in eurem eigenen Tempo. Lasst euch also nicht hetzen. Die Arme gehen locker mit. Spannt den Bauch nochmal an, streckt das Brustbein. Und dann fängst du an mit kleinen Kreisen der Arme vor dem Körper, wirst immer größer. Du entscheidest, wie groß deine Armkreise werden. Spür deine Schultern, wenn du magst, gerne mit komplett gestreckten Armen, so wie ich. Und dann werde langsam wieder etwas kleiner. Lass dir Zeit. Halte deine Spannung im Rumpf, zieh den Bauchnabel ein, streck dein Brustbein. Und dann fängst du an, den rechten Arm vor und rück zu schwingen. Dein Tempo. Und dann gehst du hier in Kreise. Kreise dich vorsichtig ein. Spüre deine Schulter. Wie geht es dir heute? Du kannst es ein bisschen kleiner machen, leicht angewinkelt. Marschier weiter am Platz. Und fang an zu schwingen mit dem linken Arm. Und geh auch für dich hier in den Armkreis. Atme. Spür auch deine linke Schulter. Fühlt sich das gleich an, rechts und links, das Schulterkreisen? Oder bemerkst du einen kleinen Unterschied? Noch viermal. Drei Kreise, zwei, den letzten. Und geh noch mal ein bisschen kräftiger, zieh die Knie hoch, nimm die Arme mit, roll die Füße ab, spüre zu deinen Sprunggelenken, spüre deine Knie. Du darfst noch kräftiger gehen, wenn du kannst.
Öffne langsam deinen Schritt. Ja. Roll den Fuß gut ab. Die Knie sind leicht nach außen gerichtet. Schließ den Schritt wieder. Und komme in einen kleinen Step-Touch. Die Arme nimmst du mit, wie du das möchtest. Pass mal auf. Step, Step, halte mal hier. Und rüber. Und halte mal hier. Du merkst schon, wir fangen an mit dem Stabilisationstraining. Komm, dein Tempo, halte. Step, Step, halte. Ja. Und wenn dir das nicht reicht, rüber, halte. Dein Sprung, halte. Und rüber. Rüber. Arme, wie du willst. Stabilisier dich. Es darf wackeln. Es soll wackeln. Ja, komm. Gut. Nochmal. Rüber. Ja. Halte. Gut. Komm. Wenn du mehr willst, wird der Schritt größer. Und komm. Mach das noch einmal. Und bleibe hier. Bleibe hier, stabilisier dich aus. Streck dich. Schieb dein Bein in die Länge. Kippe dich sanft in die Seite. Nimm die Arme auseinander. Halte. Und dein oberer Arm, der rechte, wenn du auf meiner Seite bist, kreis. Ja. Atme. Es darf wackeln und andersherum, komm. Spann dich durch, streck dein Brustbein. Einmal noch und es geht wieder rüber, rüber, halte, nochmal, rüber, rüber. Einmal noch, rüber, rüber und bleibe hier, stabilisier dich. Es darf ordentlich wackeln. Super. Streck dich wieder, auch hier. Kipp dich rein. Breite die Arme aus. Gut. So, ich bin ja gleich im Vorhang. Ich fühle ihn schon. Und dein linker Arm kreist. Bleib in der Einbeinposition. Komm. Ja. Sehr schön. Atme. Andersherum. Wunderbar. Gut. Und stell dich ab. Locker die Beine einmal aus. Schüttel die Arme aus. Stell dich ungefähr Hüft, Schulterbreit hin. Knie sind sanft gebeugt, Becken nach unten ausgerichtet. Brustbein natürlich gestreckt. Schieb dich auf die Zehenspitzen. Und roll wieder ab. Zieh die Arme mit nach vorne. Du arbeitest bitte wieder in deinem Tempo. Zieh die Arme hoch. Und senk. Das machen wir noch ein paar Mal. Zieh hoch. Streck dich. Halte deine Bauchspannung, besonders wenn du oben bist. Lass die Knie leicht gebeugt. Sehr gut. Und tief. Wir ändern ein bisschen. Du ziehst dich hoch. Du bleibst hier oben und schau mal her. Du drehst dich, den oberen Arm nach hinten. Drehst dich mit und drehst dich wieder zurück. Und senkst ab. Einmal zur anderen Seite. Stabilisier dich. Atme. Komm in die Rotation. Dreh dich. Komm wieder zurück und senk wieder ab. Mach das in deinem eigenen Tempo, im Wechsel.
Bleib schön im Zehenspitzenstand. Wenn dir das mal zu viel ist mit dem Drehen, bleibst du einfach für dich einen Moment oben. Mach das zu jeder Seite noch einmal. Schieb dich hoch, sei schön in der Streckung, deine Schultern sind tief. Und dann geht es ab in die Rotation und wieder zurück. Einmal noch die andere Seite. Drück dich hoch, spann dich durch. Senk die Schultern ab, die Arme sind lang. Rotiere wieder auf. Schau mit nach hinten. Rotiere wieder zu mir zurück. Und lass dich mal nach unten einmal ausfallen. Bleibe unten, setz die Hände auf. Roll dich langsam nach oben hoch. So, jetzt geht es an die Rolle. Holt euch bitte die Mattenrolle. Setzt sie vor euch hin. Okay. Alle da? Wunderbar. Stellt den rechten Fuß einmal drauf. Und stellt den linken Fuß einmal drauf. Spürt einmal, wie fühlt sich das an. Knie sind ein bisschen weich, nicht durchdrücken, damit ihr die Beweglichkeit in eurem Becken behaltet. Gut, steigt mit dem linken Fuß wieder zurück. Rechter Fuß ist drauf. Egal, was die Arme machen, du ziehst dich hoch, bleibst einmal hier, stabilisierst, kommst wieder zurück. Mach das in deinem Tempo. Zieh dich hoch in den Einbeinstand, streck dein Brustbein, stabilisier dich aus und komm wieder zurück. Stabilisier dich. Achte auf dein rechtes Standknie, das ist nicht ganz durchgedrückt. Wenn du jetzt kannst, ziehst du die Arme mit nach vorne hoch. Halte sie hier und geh wieder zurück. Und mach das nochmal. Komm hoch, stabilisier dich. Es darf wackeln, es soll wackeln. Komm wieder zurück. Wir erweitern ein bisschen, wer mag. Bleib hier. Fang an zu hacken. Hacke Holz, geh an die Seite, wenn du kannst und du siehst, oh oh, es wird schön instabil. Halte das aus. Komm wieder nach vorne. Ja. Und senk ab. Das machen wir noch einmal mehr. Zieh dich wieder rauf. Heb dein Knie an. Stabilisier dich. Fang an. Hacke Holz. Streck dein Brustbein. Oh oh. Ja, super. Komm langsam wieder zurück und stell dich ab. Nimm den Fuß einmal von der Rolle, wechsel aus. Gut. Du fängst wieder ganz soft dich an. Linker Fuß ist gut auf der Rolle. Zieh dich vor und komm wieder zurück. Nehme bitte dein Tempo, stabilisier dich. Nehme wahr, auf welcher Seite es vielleicht heute wackeliger ist. Komm. Atme nicht vergessen, Brustbein ist gestreckt. Und nochmal, komm, stabilisier dich aus und komm wieder zurück. Beim nächsten Mal nimmst du die Arme mit nach vorne. Stabilisieren, komm und wieder zurück. Mach das nochmal. Bleib ein bisschen länger mit mir stehen. Super. Und wieder zurück. So, wer mag? Stabilisiert sich wieder. Ja, und komm ins Holz hacken. Ja, gut. Und geh leicht nach außen. Mach das so, wie du kannst. Du siehst, bei mir ist die Seite heute nicht so stabil wie das andere Bein. Oh, oh. Komm zurück. Das schaffen wir noch zweimal. Kommt. Und das soll anstrengend sein. Kleine Hackbewegung. Ja, ja, ja. Das schafft ihr. Langsam wieder nach vorne. Gut. Wieder zurück. Ein letztes Mal. Kommt. Zieh dich hoch. Komm in deine Stabilisation. Und es geht ein letztes Mal los. Die Seite will bei mir heute überhaupt nicht. Ja, wenn es mal gar nicht geht, so wie bei mir, tappt ihr einfach mal den großen Zeh vorne an die Matte. Super. Komm, ich probiere es nochmal. Ja, ja, ja. Und geht zurück. Einmal runter und auslockern. Und wenn das so wackelt wie bei mir eben, dann darf schon mal so eine kleine Schweißperle auf die Oberlippe kommen. Stellt euch bitte auf die Mattenrolle
zurück mit beiden Füßen. Gut. So, ihr steht schulterbreit oder ein bisschen weiter, sodass ihr euch gut fühlt. Genau, einmal gut hinstellen. Die Arme sind im Moment egal. Du gehst mal für dich in eine Kniebeuge und kommst wieder hoch. Arme völlig egal, nimm sie jetzt im Moment damit, wo du es brauchst. Drück dich kraftvoll wieder nach oben hoch. Sehr gut. Geh bitte so tief du kannst und drück dich wieder hoch. Nimm die Daumen nach außen, schieb die Arme nach vorne und drück dich wieder hoch. Du kannst das etwas schneller machen, langsamer. Spür mal, wie das heute geht. Wichtig ist mir, dass du dich wirklich so wieder hochdrückst, dass sich deine Hüfte streckt. Komm. Ja. Noch viermal. Geh tiefer, wenn du kannst. Lass die Schulterblätter bei der Wirbelsäule, dein Hals ist lang. Noch ein letztes Mal, dann bleibst du bitte mit mir tief. Bleibe hier. Hebe deine Arme hoch in ein U. Und du gehst in die Butterflies. Spüre noch mal richtig schön, wie deine Schulterblätter zur Wirbelsäule kommen. Arme wieder zusammen. Komm hoch. Du nimmst die Arme nach vorne. Du kommst in einen Butterfly und kommst wieder hoch. Du nimmst die Arme nach vorne. Du kommst in einen schönen Butterfly und drückst die Handflächen nach hinten durch. Du kommst wieder tief, tiefer, tiefer, dein Butterfly und drück dich kraftvoll wieder hoch. Noch zweimal, komm. Butterfly und hoch. Ein letztes Mal, komm. Hebe, senke und komm hoch. Super. Steige nach hinten ab und wir gehen eine Etage tiefer. Wir wollen uns auf die Rolle knien. Das heißt, es ist auch für alle kein Problem, die Knieprobleme haben, weil ihr habt die weiche Unterlage drunter. Kommt einmal drauf und fühlt erstmal, wie es sich da anfühlt. Ungefähr hüftschulterbreit mit den Beinen. Genau. Die Zehen sind erstmal noch aufgestellt. Ihr habt die Arme neben dem Körper. Schiebt die Schulterblätter zueinander. Und geht mal eben Versuchsreihe. Mit einem geraden Rücken tief. Und kommt wieder hoch. Und macht das nochmal. Schiebt die Schultern tief. Halte einmal hier. Spüre, sind deine Daumen außen, sind die Schulterblätter zur Wirbelsäule geschoben. Und dann kommst du wieder hoch. Und das machen wir noch einmal. Und dann trinken wir ein bisschen was. Genau. Und komm wieder hoch. Setz die Hände vorne auf, drück dich einmal in den Stand und holt euch eben einen Schluck zu trinken und dann geht es weiter. So, dann machen wir jetzt weiter. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ihr seid wieder auf eurer Rolle im Kniestand. Ihr habt die Daumen wieder nach außen gedreht. Schulterblätter sind bei der Wirbelsäule. Ihr habt die Zehen vielleicht noch unten am Boden hinter euch und ihr geht noch mal tief. Kommt hoch und zieht die Arme hoch. Beim Tiefgehen gehen die Arme an den Körper. Ihr geht wieder mit einem schönen geraden Rücken, senkt ihr euch ab, langer Hals und kommt wieder hoch. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr wollt, haltet hier oben einmal an. Löst die Zehen vom Boden, dass ihr nur noch auf den Knien seid. Ihr geht tief. Es soll wackeln. Super. Und ihr kommt wieder hoch. Wenn das mit den Armen nach oben zu viel ist, dann lasst ihr die unten oder ihr setzt die Zehen wieder ab. Und nochmal, macht das in deinem Tempo. Komm, 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 komm. Geh tief. Schieb dich mit dem geraden Rücken wieder hoch. Manchmal muss man sich auch so ein bisschen eingrooven und seine Balance finden. Wenn man das so ein paar Mal gemacht hat, geht es meistens besser. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. So, wir ändern das ein bisschen ab. Natürlich nur, wer möchte. Die Armbewegung haben wir schon gehabt. Ihr seid hier oben.
Ihr dreht nochmal auf, schaut mit nach hinten, kommt wieder zurück und geht wieder tief. Spannung zwischen den Schulterblättern, langer Rücken, langer Hals. Kommt wieder hoch, hoch, hoch. Kommt nach oben, dreht euch in die andere Richtung auf, schaut nach hinten, kommt wieder zurück. Und nochmal, dein Tempo. Es ist mir ganz wichtig, dass du für dich arbeitest und dich schön in deiner Mittelkraft spürst. Genau. Komm. Wichtig hier, dass du wirklich lang bleibst im Rücken, wenn du runtergehst, einen langen Hals hast, Bauch einziehst, drück dich hoch, atme. Und das machen wir zu jeder Seite noch einmal. Komm. Drück dich kraftvoll hoch, rotiere ein. Deine Zehen sind hoffentlich, wenn du das hinkriegst, nicht am Boden. Du bist auf den Knien. Letzte Mal bei mir. Lasst euch nicht hetzen. Dann komm wieder zurück. Einmal die Zehen absetzen. So, wir gehen ein bisschen in die Kraft. Kommt einmal nach vorne auf den Unterarm. Setze deine Füße nach hinten weg, die Rolle liegt einfach unter dir. Okay, spüre deine Planke. Und dann fängst du an, wenn du dich gut fühlst, einen Fuß nach außen zu tappen und wieder ran. Den anderen Fuß. Und einen Arm nach außen, wieder zurück. Den anderen Arm nach außen und wieder zurück. Nochmal die Beine. Dein Tempo, rechts, links die Beine, rechts, links der Arm. Wer das nicht kann, in der langen Planke, kann die Knie runterlassen. Ihr könnt die Rolle als kleine Knieunterlage benutzen, dann krabbelt ein bisschen weiter vor. So, wenn das gut klappt, kannst du anfangen, diagonal Fuß und Hand, wieder zurück, Fuß und Hand. Wieder zurück. Das geht auch auf den Knien. Komm. Deine Version noch viermal. Komm. Ja. Atme. Komm. Ein letztes Mal. Super. Gut. Komm langsam, lass die Knie langsam wieder runter. Krabbel zu deiner Matte zurück. Leg die Arme locker auf die Matte. Und komm einmal runter. Roll langsam wieder auf. Spür deinen Schultergürtel. Wir setzen uns jetzt auf die Mattenrolle drauf. Sehr gut. Okay. Finde guten Platz auf deiner Rolle. Stell die Füße auf. Setz dich einmal in deine Aufrichtung. Ja, Bauch ist fest, Brustbein gestreckt. Gut, dann hebst du ein Bein an und hebst das andere Bein an. Spüre dich, löse eine Hand, löse die andere Hand und halte hier. Ja, bleibe erstmal hier, spür deine Kraft in deiner Mitte, in deinem Bauch. Super, und es zittert. Geh mit der Hand wieder zurück an die Beine, bleibe hier und setz einmal kurz ab. Gut. Wir kommen wieder in den Schwebesitz. Nimm die Beine hoch. Nimm die Arme nach vorne. Fang an, Holz zu hacken. Auch das hatten wir schon. Und geh nach außen. Komm. Ja. Komm, komm, komm. Super. Stabilisier dich. Zieh den Bauchnabel ein. Streck dein Brustbein. Komm langsam wieder zurück. Und mach das nochmal. Komm. Dein Tempo. Öffne so weit, wie du kannst. Ja. Streck dein Brustbein, ganz wichtig, zieh den Bauchnabel ein, atme, vielleicht musst du auch mal so ein kleiner Stöhner raus, dann lass das zu. Nochmal, alle guten Dinge sind drei, komm, 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 öffne, super, ja, ja, ja. Wieder langsam nach vorne, halte durch, halte hier, nimm die Hände zusammen, bleib hier. Vier, drei, zwei,
Setz die Füße ab, setz die Hände einmal nach hinten, auf den Boden runter, Finger nach vorne. Und wir müssen einmal die Hüftbeuger dehnen. Schieb dich hier hoch. Und damit das nicht nur ein Dehnen ist, sondern auch ein bisschen Kraft, fangt ihr an, auf der Stelle zu gehen. Eure Hacken sollten sich jetzt unter den Knien befinden. Genau. Komm. Werdet ein bisschen schneller. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und komm auf deine Mattenrolle zurück. Ihr habt es gleich geschafft. Setz dich wieder gut drauf. Spüre, wo sind deine Sitzbeinhöckerchen? Du musst leicht dahinter. Nimm deine Beine wieder hoch. Vielleicht brauchst du Hilfe oder du kriegst sie ohne Hilfe deiner Hände mit nach oben. Okay, nimm die Arme wieder nach vorne. Jetzt fängst du an, ein bisschen nach rechts mit den Knien, nach links mit den Armen zu gehen. Und bring deine Taille ein bisschen aus. Mach das für dich. Bauch ist fest. Komm. Ja. Super. So, wenn du auf einer sehr festgerollten Rolle sitzt, ist es sehr schwer. Wenn sie lockerer ist, wird es einfacher. Also wenn du das gar nicht hinkriegst, roll die Rolle ein bisschen lockerer oder setz dich vielleicht auch erstmal auf den Boden. Jups. Genau. Ja, weiter. Super. Dein Tempo. Kannst ein bisschen schneller werden. Noch acht. Sieben. Sechs. Oh, oh. Komm. Noch vier. Halte durch. Zieh den Bauch mehr ein. Streck dein Brustbein. Noch zwei. Die letzten. Juhu, das kann passieren, dass man von der Rolle rutscht. Bleibt in Position hier vorne, Endspurt, ihr habt es gleich geschafft. Arme nochmal an die Seite, letzte Energie. Und fangt an mit den Unterschenkeln ein bisschen zu paddeln. Komm, Bauch ist fest. Ja, und die Arme paddeln mit. Oh, oh, ihr habt es gleich geschafft, haltet durch. Noch vier. Atme drei. 2, 5, 6, 7, Arme nach vorne, halte deine Beine nochmal fest, stell die Füße ab, ein letztes Mal, schieb dich in die Brücke, geh nach oben und fang nochmal ein bisschen an zu marschieren, komm, super, streck den Hüftbeuger, noch 4, nicht den Kopf nach hinten schmeißen, 3, 2 und die letzten 4 und 3 und 2 und 1. Ihr habt es geschafft. Kommt vorsichtig auf die Rolle zurück. Setzt euch einmal ab. Okay, findet einen guten Sitz für euch. Das kann der Schneidersitz sein oder so wie ich. Beine in die Öffnung. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es gibt jetzt noch ein kleines Stretching hinten dran. Setzt euch einmal in die Aufrichtung und atmet. Super. Atmet ein und mit der Ausatmung versinkt ihr einmal in euch. Bleibt rund im Rücken. Lasst den Kopf hängen, wenn ihr wollt. Spürt eure Atmung. Wenn ihr merkt, euer Kopf kann ziemlich locker hängen, dann könnt ihr so ein ganz kleines Nein, Nein, Nein schütteln. Das muss gar nicht zu sehen sein für andere, wenn die zugucken würden. Ihr spürt das aber. Und dann kommt langsam wieder hoch. Setzt euch in die Aufrichtung. Nehmt die Arme einmal nach außen. Arme nach oben und zieht euch rechts und links auseinander. Ja. Spürt sanft eure Seiten. Haltet in der Mitte an.
Senkt den linken Arm ab, setzt ihn auf die Rolle und neigt euch zur linken Seite. Die linke Schulter ist tief. Bleibt auf euren Sitzbeinhöckerchen sitzen. Komm langsam wieder zurück. Schieb den anderen Arm hoch. Stütz dich auf der Rolle rechts. Senk die rechte Schulter ab. Und neige dich auch hier zur Seite. Heb dein Brustbein nochmal an. Lass den Kopf nicht hängen. Spür deine linke Seite. Komm langsam zurück. So, dann wollen wir einmal langsam gemeinsam aufstehen. Du findest deinen eigenen Weg nach oben. Komm hoch. Schüttel nochmal die Beine aus. Schüttel nochmal die Arme aus. Stell dich noch einmal hin und spüre doch noch einmal, wie es dir geht. Vielleicht fühlst du dich jetzt ein bisschen stabiler. Ich hoffe, es geht dir gut. Das hat dir Spaß gemacht. Wir atmen zum Schluss noch einmal gemeinsam ein. Aus, ein letztes Mal. Ausatmen, noch einmal hinstellen. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch und bis bald. Ciao.